Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hundefreunde. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Der Chat kann natürlich wieder Fragen stellen auf YouTube. Gebt mir mal bitte einen Daumen hoch, wenn ihr mich klar und deutlich hören könnt. Nicht, dass es wie das letzte Mal so ist, dass ich wieder ein bisschen zu leise bin. Mikrofon ist umgestellt, ist auch entsprechend lauter gestellt. Chat immer auf. Servus Thorsten, Servus, Servus Uwe. Freut mich auf jeden Fall, euch hier zu sehen. Ja, ich habe es jetzt noch mal etwas lauter gestellt. Ich hoffe, es klappt jetzt von der Lautstärke her. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Ihr hattet viel Spaß. Bei uns war richtig gutes Wetter. Also wir hatten strahlenden Sonnenschein das ganze Wochenende durch. Konnten natürlich Freitag, Samstag, Sonntag wunderschön trainieren. Nicht ganz, also ich war nur ja, stundenweise am Platz, nicht den ganzen Tag. Ich habe momentan relativ viel auch in der Firma zu tun gehabt, von daher haben wir haben das, wir haben das über Mittag haben wir das gute Wetter ausgenutzt und haben natürlich auch trainiert, weil nächste Woche geht es für uns nach Seeheim an die Monitoring-Prüfung. Thema Faschingswochenende. Immer, vor allen Dingen, da darf man auch verkleidet starten. Freue mich schon mega drauf. Ich werde nicht starten, da ich in meiner Anwartschaft für einen Richter bin. Was ich machen werde, ich werde in der Kategorie 2 und 3 werde ich den Vorführhund machen mit dem Chap. Und ja, und dann werde ich meine Richteranwartschaft machen. Samstagmittag muss ich mich dann nochmal verabschieden, weil ich beim SWHV auf der Richtertagung die Monitoring-PO vorstelle, um alle Leute, gerade alle Richter, mal zu informieren, wie die Monitoring-PO aussieht, was die, ja, auf was es dabei ankommt. Ja, weil auch wir als angehende Richter auch in Zukunft Begleithundeprüfung richten sollen, schwerpunktmäßig natürlich für den Ringsport. Ja, und jetzt kommen wir schon zum heutigen Thema. Der belgische Schäferhund und seine Linien, wie sie gezüchtet werden, anhand der Eigenschaften, wie sie gearbeitet werden. So habe ich das mal auseinandergenommen. Ich habe mir im Vorfeld ganz, ganz lange ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses Thema anpacken werde. Und mir liegt ja der belgische Schäferhund sehr, sehr, sehr am Herzen. Genauso auch wie der Gebrauchshundesport, weil es ist ein Sport, der sehr viel Spaß macht und wenn man den richtig gut betreibt, ist das halt einfach richtig viel Gaudi für Mensch und Hund. Da spielt natürlich vor allen Dingen auch die Zucht eine ganz große Rolle. Zucht natürlich auch im Sinne von für den Sport. Und der Sport kann natürlich sehr, sehr vielfältig sein, genauso auch den belgischen Schäferhund in die einzelnen Sparten der ja, zur Arbeit. Arbeit im Sinne von Diensthundearbeit und natürlich auch Rettungshundearbeit. Und ich nutze das jetzt, das Live jetzt gleich mal hier, um jemand ganz Bestimmtes anzutriggern. Diese Person wird das aber jetzt in dem Moment nicht sehen. Ein Mensch, vor der ich riesengroßen Respekt habe. Also ich kenne die auch persönlich schon sehr lange. Ich glaube, wir kennen uns jetzt auch mittlerweile schon 7 Jahre. Das ist die Astrid Kalf. Boah, da läuft es mir, da krieg sogar gerade richtig Gänsehaut, weil die Astrid Kalf ist momentan mit der Isa in der Türkei, wo jetzt das Erdbeben gewesen ist. Und die suchen da verschüttete Menschen.
Und das ist für mich ganz hohe Kunst, erstmal selbst als Hundeführer seelisch und mental das durchzustehen. Ich hatte ja auch mal den Versuch gestartet, Rettungshundearbeit mit meinem Hund zu machen, weil das, ich sehe das Problem, parallel gerade zum Monitoring und Rettungshundearbeit nicht das Problem, dass es da irgendwelche Aggressionsprobleme oder dass ein Hund in irgendein Opfer beißt oder sowas, sehe ich da überhaupt kein Problem drin. Das sehen eher andere. Komme ich aber gleich auch nochmal dazu. Aber so Leute wie die Astrid Kalf, die natürlich da runterfliegt mit ihrem Hund, mit der Hope, Hoffnung, Santanas Angels Hope, und natürlich auch schon ganz erfolgreich gefunden hat. Also ich lese permanent ihre Beiträge und ich ziehe ganz groß meinen Hut davor, was diese Person da ableistet. Und ja, ich frage sie jetzt hier in dem Video und ich werde sie auch nochmal persönlich fragen, sobald sie wieder in Deutschland ist, ob wir nicht mal zusammen was machen können. Also ich möchte sie auf jeden Fall dazu mal interviewen. Ich möchte das dann parallel dazu alles auch aufzeichnen mit als Podcast, weil es gehört ganz viel dazu, sich hinzustellen mit seinem Hund auszubilden, auch auf diese Sachen vorzubereiten. Und wer mich kennt und schon ganz oft von meinen Intentionen der Hundeausbildung gehört hat, ich bin ein ganz großer Befürworter der Rettungshundearbeit, die allerdings professionell betrieben wird. Ich habe gerade wieder dieses Thema und zwar geht es darum, jetzt muss ich mal ganz schnell mein Handy antickern hier und schauen, ob ich diesen Beitrag gerade nochmal finde. Ich habe den mir extra gespeichert und zwar ist ein Beitrag aus einer Zeitung von uns hier. Wo habe ich es? Alle ansehen, später ansehen. So, aus der Allgäuer Zeitung. Such und stirbt bei Training, tragischer Unfall in der Rettungshundestaffel Oberallgäu. Und mir tut das wahnsinnig leid, was da mit dem Hund passiert ist. Mir tut das auch wahnsinnig leid für die Besitzer, die dem der Hund gehört, weil das verdient niemand, dass ein Hund ums Leben kommt, gerade bei so einer Arbeit, gerade wenn man sich für Menschenleben einsetzt. Allerdings, was für mich immer diesen bitterbösen Beigeschmack an dieser Sache hat, ist, bei was es passiert ist und wie das da drin steht, dass Tonnen umgefallen sind, der Hund erschrocken ist, weggerannt ist und dabei unter den Bus gekommen ist. Das darf in einem Training nicht passieren. Und da bin ich, was das angeht, ganz, ganz ehrlich. Das ist genauso, wenn ich immer diese, wenn ich mit Leuten spreche aus dem Rettungshundebereich oder diese auch bei mir auf Seminaren habe oder in Webinaren drin habe und drüber gesprochen wird, Abbruchsignal. Wenn ich die Leute frage, gerade Hundesportler frage ich da ganz, ganz oft, wenn dein Hund eine Person in der Nase hat und du rufst diesen zurück, muss der zurückkommen oder nicht? Chat, kann mir das da gerade mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich sage ganz klar, wenn ihr den Hund ruft, obwohl der denjenigen in der Nase hat, hat er die Hacken in den Boden zu hauen und zu euch zurückzukommen. Warum? Ihr wisst doch nicht, ob da ein Abhang ist, gerade wenn man im freien Gelände sucht. Ihr wisst doch nicht, ob der Hund irgendwo einbrechen kann, abstürzen kann. Das wisst ihr doch nicht. Und das sind genau solche Fragen. Das gucke ich mir dann mit der Astrid Kalf mal an. Da will ich mal richtig tief in die Materie reingehen. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit der Rettungshundearbeit, aber da will ich noch mal richtig tief, tief bohren. Also da habe ich richtig, richtig Bock dazu. Und ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht vielleicht in Zukunft ja, Rettungshundeunternehmen unterstütze. Also gerade über TikToks mit Equipment. Also ja, bin ich schon schwer am Kopf am Rotieren, wie wir das machen könnten. Ja, das muss noch ein bisschen gedeihen bei mir im Kopf, aber da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ja, und da sind wir schon beim allerersten
ersten Einstieg. Rettungshundearbeit, also das ist jetzt für mich, ja, der Hund hat einen Nutzen, der Hund muss auch richtig arbeiten. Und das ist auch das, was ich den Rettungshundesportlern, Rettungshundeführer immer mit auf den Weg gebe. Das ist genauso auch wie bei den Diensthundeführern. Ihr müsst halt davon ausgehen, dass vielleicht der Hund auch nicht mehr mit nach Hause kommt. Und jetzt gehe ich schon wieder einen Schritt weiter. Ich wollte eigentlich den ganzen Live ein bisschen anders anfangen, aber das war so der richtige Einstieg für mich. Wenn ich einen Hund habe, der, nehme ich jetzt gerade nochmal den Fall, was hier bei uns im Allgäu passiert ist, dass der Hund zum Beispiel sich erschrickt und wegläuft. Ich habe schon ganz, ganz viele Hunde gehabt, die auch sehr, sehr unsicher sind und ängstlich sind. Und die Leute, die mich kennen und mich auch schon arbeiten sehen haben, die wissen, dass ich immer wieder Hunde habe, die, ja, die mental, also jetzt nicht für mich zum Führen, sondern zum Ausbilden ganz oftmals oder auch bei mir im Training habe, die mental natürlich nicht die stärksten sind. Und da ist es in dem Moment ganz wichtig, dass man sehr professionell arbeitet. Das ist auch das, was ich den Leuten immer mit auf den Weg gebe. Ihr müsst lernen, eure Hunde zu führen und gezielt zu desensibilisieren, gerade für Eigenschaften oder gerade für Arbeiten, wie jetzt der Rettungshundearbeit, wo es natürlich mal qualmen kann, wo es stinken kann, wo was einstürzen kann, wo sich der Boden bewegt, etc. Und da muss man sich natürlich entsprechend rantasten. Und da muss man natürlich auch als Hundeführer sehr objektiv und selbstkritisch sein und sich sagen, was kann mein Hund ableisten und was nicht. Das Gleiche gebe ich auch immer wieder den Züchtern mit auf den Weg. Wenn ihr eine Linie habt, müsst ihr überlegen, was bei rausgekommen ist. War das gut oder war das vielleicht nicht so gut? Züchten bedeutet natürlich auch immer wieder, was ist eine sogenannte, habe ich eine sogenannte, ich nenne es jetzt mal Durchfallquote, Hunde, die vielleicht nicht dementsprechend, was ich züchten möchte. Und da ist dann halt die Frage, wie viel dürfen es sein? Darf es einer sein von 10? Oder dürfen es 5 sein von 10? Optimal wäre es natürlich, wenn man immer eine gleichbleibende Balance durch den ganzen Wurf hat. Und da spielt natürlich auch Genetik wieder mit in eine Rolle. Und darauf wäre ich nochmal selber, oder wäre ich dann nochmal später hinweg drauf zukommen, gerade wenn es um das Thema Zucht geht. Also auch da kommt nochmal ein Punkt. Jetzt sind wir gerade bei der Suche des richtigen Hundes. Des richtigen Hundes für mein Programm. Ich gebe jeden, der Interesse an einem belgischen Schäferhund hat, immer eins mit auf den Weg. Mach dir im Vorfeld Gedanken, was du mit deinem Hund machen möchtest. Und wenn deine Intention ist, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Chat mir mal auf. Ich gebe jetzt mal ein kurzes Beispiel. Ich nehme das Beispiel mal Diensthundeführer. Ich bin Diensthundeführer und ich habe die Chance, da komme in ein Welpenprojekt rein und habe die Chance, einen Welpen großzuziehen und diesen von Welpen an bis zum Diensthund auszubilden. Und ich selbst habe ja schon ganz, ganz oft auch für Diensthundebehörden Hunde ausgesucht für Welpenprojekte. Auch Welpenprojekte bereits schon mit betreut im Inland, genauso auch wie im Ausland. Und ich bin da oftmals ganz erschrocken, was letztendlich die Kriterien sind, wie Welpen ausgesucht werden. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Diensthundeführer. Und ich mache das dann oftmals, wenn es mehrere sind, mache ich mal so eine, sage ich den Hundeführern im Vorfeld schon. Macht euch mal Gedanken drüber, was sind eure Eigenschaften an euren Hund, den ihr später im Dienst führen wollt. Haben sie die auf den Zettel geschrieben und ich habe mir dann die Zettel mal angeguckt, beziehungsweise mal durchgelesen. Ich habe das auch komplett anonym gemacht, weil ich möchte da auch niemanden bloßstellen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck meiner Arbeit. Ich möchte niemanden bloßstellen. Ich möchte auch niemanden irgendwo Arbeit schlecht reden, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Es fragen mich auch immer wieder Leute, mach da mal so ein Reaction-Video. Ja, es werden noch mal Reaction-Videos kommen, aber momentan, ich möchte es
weitgehend vermeiden. Aus dem einfachen Grund, ich will nicht irgendwo mich auf Kosten anderer irgendwo. Ja, ich mag das halt einfach nicht, so zu sagen, boah, was, das ist scheiße, was der macht oder das ist Mist oder vor allen Dingen, wenn ich ein System nicht verstanden habe. Wenn ich allerdings sage, das bringt, ist auf jeden Fall nicht zielführend, vor allen Dingen nicht für einen Otto Normalverbraucher, dann werde ich das auch sagen. Und vor allen Dingen, das kann ich dann auch in dem Moment ganz gut umschreiben. Und diese Videos findet ihr ganz, ganz, ganz schnell im Netz. Ja, ich frage, habe dann die Hundeführer, ich habe nochmal diese Zettel ausgewertet, habe mir das mal durchgeguckt und da stehen dann ganz oben so Sachen wie Sozialverhalten. Ich möchte einen Hund haben, mit dem ich abends essen gehen kann und der den ganzen Abend unterm Tisch liegt. Nächster Punkt war, der Hund muss ganz freudig laufen in der Unterordnung. Ich habe dann ein Video im Internet gesehen, wie da einer so in so einer roten Weste so macht. Sag ich, und weiter. Ja, und dann möchte ich, dass der Hund ganz schnell dieses Apportieren macht. Was noch? Oh, und ich möchte, dass der so Fuß läuft. Und er muss die Füße werfen, immer so werfen und werfen. Sag ich, und weiter. Und dann geht's weiter. Und ganz zum Schluss kommen letztendlich die Eigenschaften. Ich brauche einen Hund, der ruhig und sachlich sucht. Ich brauche einen Hund, der, wenn ich in einer Demo bin oder im Stadion, der sich einfach mal hinlegt und entspannt. Ich brauche einen Hund, der einfach mal, wenn er rausgeht auf die Straße, nicht jeden fressen will. Ich brauche einen Hund, der rausgeht und nicht jedem allem hinterherrennt, was sich da bewegt. Und ob das jetzt Kinder spielen, die Ball spielen oder sonst was. Selbst bei mir, ich lebe in einem Wohngebiet. Und wenn da die Kinder auf der Straße Fußball spielen und ich bin draußen irgendwas am Auto machen und die Hunde liegen nur da und die Kinder rennen da rum und spielen Ball oder sonst was. Da bleiben meine Hunde ganz ruhig in der Einfahrt liegen. Selbst wenn da ein Ball reinrollt, rollt er her. Und da machen meine Hunde eins. Da gehen die eher weg, bevor die da irgendwo den Ball hinterher rennen. Die hätten schon Bock drauf, aber die wissen, dass es sowas zum Beispiel daheim nicht gibt. Deswegen wird auch bei mir, gerade wenn man im Wohngebiet wohnt, daheim im Garten nicht Ball gespielt. Garten ist bei mir komplett Ruhepol für die Hunde. Da haben die sich zu entspannen. Da wird auch nicht den ganzen Tag im Garten rumgerannt und rausgepölt. Das möchte ich zum Beispiel nicht. So, und das sind jetzt zum Beispiel Eigenschaften, was ich die Leute immer frage und die mich fragen, ich möchte einen belgischen Schäferhund haben, sage ich, stell dir die Frage, was du möchtest. So, und man kann sich halt nicht waschen, ohne nass zu werden. Und wenn ich einen Hund möchte, der auf minimale Reize extrem schnell anspricht, muss ich natürlich davon ausgehen, dass dieser Hund immer auf. Da, wo ist was? Wo ist was? Wo ist was? Möchte ich allerdings einen Hund haben, und das ist gerade das, was ich den Diensthundeführern immer so ein bisschen mit auf den Weg gebe, einen Hund, der auch bei einer Demo einfach mal so ein bisschen runterfahren kann, sich hinlegen kann, der läuft halt nicht die ganze Zeit mit der Rute hinten, sondern der teilt sich seine Kraft ein. Das ist auch das, wenn man meine letzten Videos gesehen hat, zum Thema Monitoring. Und ihr meine Hunde laufen seht, da werdet ihr ganz oft sehen, dass diese Hunde relativ schnell oder während der Prüfung, gerade beim Chap, guckt man sich die Kategorie 1 an, da ist ja noch ganz viel, der Pinsel ist gestanden, immer nur am Himmeln. Und der Kategorie 3 sieht das schon ein bisschen anders aus, weil der Hund ganz anders den Platz scannt, weil er sich ganz anders seine Energie einteilt für seine Arbeit. Und das ist halt dieser ganz, ganz große Unterschied, wie letztendlich die einzelnen Typen der einzelnen Zuchten und der einzelnen Linien funktionieren. So, und jetzt gehen wir genau mal auf so ein paar Linien ein. Als allererstes habe ich KNPV. KNPV findet in Holland statt, Königlicher Niederländischer Polizeiverein. In Holland ist es so, da liegt die Diensthundeausbildung noch in privater Hand. Und Hundesportler bilden Hunde aus nach einem Ausbildungssystem, was für den Dienst später ist.
Und die Hunde, wenn die so und so alt sind, oftmals 2 oder 3 Jahre alt sind, ihre ersten Prüfungen haben, werden die dann auch in Dienst verkauft. Und dann werden das richtig Polizeihunde. Und gerade dieses Programm, gerade dieses KNPV-Programm, muss man sich vorstellen, so eine Prüfung geht für jeden Hund den ganzen Tag. Also wenn man so einen Prüfungstag, muss man sich so vorstellen, man trifft sich morgens am Hundeplatz. Dann wird, also ich bin jetzt nicht eins zu eins in diesem KNPV-Programm drin, also wie die Prüfungsordnung aussieht, habe ich mich auch nicht reingelesen. Ich weiß es allerdings, weil ich mich sehr oft auch, oder weil ich mir schon oft KNPV angesehen habe, und auch mit Leuten zu tun habe, die aktiv KNPV betreiben. Wenn ich jetzt einen Fehler, was Falsches sage, könnt ihr mir das im Chat reinschreiben, berichtige ich das natürlich, also alles überhaupt kein Problem. Das KNPV-Programm muss man sich so vorstellen, man trifft sich morgens am Hundeplatz, haben wir das Programm besprochen und dann geht das morgens los. Dann machen die Hunde der Reihe nach durch alle die erste Übung. Meinetwegen Fußlaufen, erste Übung, machen alle erstmal das Fußlaufen. Als nächstes Ablage, machen erstmal alle die Ablage durch. Und die Hunde, die nicht dran sind, warten am Platz draußen, bis sie dran sind. Und in der Zeit gucken sie die Arbeit der anderen an. Genauso ist das auch beim Schutzdienst. Da warten die halt nicht direkt auf dem Platz, da warten die draußen. Aber das findet alles komplett den ganzen Tag statt. Ich sehe gerade hier im Chat, Hunde reinballern lassen, oldschool. Ja, es gibt Sachen. Also ich möchte jetzt nicht hier diskutieren, welches System besser ist, welches schlechter ist. Also solche Sachen müssen wir keine Diskussion hier führen. Wenn so Diskussionen geführt werden, mache ich den Chat zu. Also bin ich auch ganz konsequent, was das angeht. Mir geht es wirklich jetzt nur um die Linie belgischer Schäferhund. Dazu brauche ich natürlich, wenn ich so ein Programm habe, brauche ich einen Hund, der natürlich vom ganzen Arbeitskonstrukt her seine Energie sich einteilen kann. Der auch arbeitet und sich danach wieder hinlegen kann und entspannt. Und man sieht es auch mittlerweile im IGP-Bereich, dass halt ganz, ganz viele. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich damit angefangen habe die letzte Zeit. Bloß, ich sehe vermehrt von richtig guten Leuten, dass sie genau solche Sachen trainieren, den Hund mal hinlegen und ein anderer macht Schutzdienst. Das muss das Normalste der Welt sein. Dass man auch darüber, dass der Hund auch lernt, ich bin jetzt nicht dran und ich kontrolliere mich selbst. Ohne die ganze Zeit, nein, bleib ruhig, nein, bleib ruhig. So, und gerade in diesem KNPV-Programm ist es wichtig, dass der Hund lernt, sich zurückzunehmen. Dazu brauche ich natürlich auch einen Typ Hund, der sich natürlich entsprechend verhält. In Holland gibt es, was FCI-Züchter angeht, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber gibt es nicht so viele, die KNPV-Hunde, also reinrassige FCI-belgische Schäferhund für den KNPV züchten. Ich würde meinen, es sind 4. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher, weil der typische KNPV-Hund zu, ich sage jetzt mal 95%, ein Mischling ist. Ein Mischling, der am Anfang rausgezüchtet worden ist, also letztendlich auch gerade in der KNPV kann man sich ja die Papiere, die Ahnentafel selber schreiben, über Bloodline nennt sich das. Und ich glaube auch nicht, dass Bloodline in irgendeiner Weise kontrolliert über DNA, ob das nun wirklich die Vorfahren sind oder nicht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel heute sagen, ich mache einen Wurf mit meinen Hunden und dass ich die besser verkaufen kann, schreibe ich hinten andere Eltern rein, die momentan einfach gekauft sind. Sind wir schon wieder, gefragt sind. Sind wir gerade schon wieder bei so einem Thema. Ja, und da können halt einfach Schwarze rauskommen. Da können Gestromte rauskommen, je nachdem, was die hinten mit sich tragen. Oder können auch Hunde rauskommen, die sind oben, haben oben eine schwarze Decke, unten gelbe Füße. Wie auch immer. Sehen auch richtig geil aus. Also da gibt es auch gerade so einen Trend. Ich wollte da auch Videos, Bilder hochladen. Mache ich aber mit Absicht nicht. Möchte ich auch nicht. Die Mallis, für mich sind es, ich sag dazu, für mich sind es einfach nur Mischlinge. Die sehen natürlich schon massiv aus, wenn die so richtig Schädel drauf haben, so richtig schön durchtrainiert sind, die Muskulatur zu sehen sind. Aber es sind letztendlich Mischlinge. Und ich sehe es ganz, ganz oft, dass
gerade in Holland sehr viel gezüchtet wird. Und die Holländer, und ich habe auch selber schon viel mit Holländern zu tun gehabt, gerade auch für Ausbildungsprojekte, weil die natürlich auch viel Hundehändler haben, die Hunde ankaufen und verkaufen. Da geht es halt auch sehr viel ums Geld. So, und das ist halt letztendlich auch ein Business. Und Hundehändler, ich möchte die in keinster Weise verteufeln. Also auch das, was ich jetzt bei ganz, ganz vielen großen Hundehändlern gesehen habe, da können sich oftmals gute Züchter eine Scheibe von abschneiden, weil da ist es richtig sauber. Was die natürlich verkaufen und wohin, es hat alles immer was Positives und was Negatives. Und das muss man halt einfach objektiv sehen. Was ich allerdings auch sehe und gerade auch in den KNPV-Linien sehe, ja, man hat natürlich auch immer irgendwelche Ausreißer in irgendwelchen Linien. Dadurch, dass aber auch dieser KNPV-Markt und auch diese Hundehändler natürlich einen weltweit großen Markt bedienen, hast du halt natürlich auch Hundeführer, die oftmals im starken Hund gar nicht gewachsen sind. Den kann ich nicht so einen riesengroßen Kracher an die Leine hängen. Die haben damit riesig Probleme. Und da ist es natürlich wichtig, dass man immer dieses gesunde Gleichgewicht findet. Ich finde es immer sehr interessant, wenn ich das so in irgendwelchen Facebook-Gruppen und so weiter lese. Wir müssen zurück zu einem alten Hund. Wir brauchen Nerven. Wir brauchen die Aggression. Wir brauchen diesen Typ, wie er damals war und so weiter. Wir können diesen Typ züchten, ja. Aber welches Opfer müssen wir dazu bringen? Und das Opfer, das wir dazu bringen müssen, ist, wir brauchen die Hundeführer dazu. Und es muss immer irgendwo ein gewisses Gleichgewicht bringen. Und das muss halt zusammenpassen. Und gerade was da in der KNPV zum Beispiel gezüchtet wird, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber das hat schon einen relativ guten Faden drin, auch wenn es Mischlinge sind. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, wir züchten, um Geld zu verdienen, um die Welpen schnell wegzukriegen. Und gerade jetzt in Corona-Zeit haben natürlich auch ganz viele davon profitiert, dass man das, was nix war, ins Ausland gegeben hat. Und natürlich, weil viele gesehen haben, boah, wir haben Zeit jetzt, wir sind zu Hause, können Homeoffice machen. Jetzt kommt Mali daher und dann sind halt auch ganz oft Hunde davon nach Deutschland gekommen, die halt, die haben keine Nerven. Das sind halt praktisch diese Hunde, die da aus der Zucht, in der Zucht durchgefallen sind. Deswegen ist es halt, halte ich es dann schon für wesentlich sinnvoller, in ein Zuchtprogramm zu gehen. Es hat alles Vor- und Nachteile, aber ein Zuchtprogramm zu gehen, wo man natürlich schon mal sieht, welche Ahnen sind dahinter, um erstens Erbkrankheiten vorzubeugen, aber auch ein Stück weit zu sehen, wie entwickeln sich die Hunde und wie sind letztendlich die Hunde von der Arbeit her. Nächste Programm, IGP. Jetzt gehen wir mal von einem Extrem ins nächste Extrem. Was möchte man als modernen IGP-Hund haben? Man möchte einen Hund haben, der für wie lange dauert eine Unterordnung? 7 Minuten? IGP-Unterordnung 7 Minuten? Also IGP-3-Unterordnung, ja, ich glaube 7 Minuten. Schutzdienst 5 Minuten. Fährte 10 Minuten. Liege ich da richtig? Chat, schreibt es mir mal bitte hinein. Da brauche ich einen Hund, der in diesen 7 Minuten brennt wie eine Fackel, die Ohren nicht bewegt, die Rute gleichbleibend oben ist, Schrittgleichheit, die Position neben mir nicht wechselt, etc. Und das Programm läuft immer gleich ab. Da ändert sich auch nichts dran. Und letztendlich ist das IGP-Programm ein Dressurprogramm, wo, ja, es ist ein reines Dressurprogramm, wo kein Millimeter Abweichung dafür da ist. So, dafür brauche ich natürlich einen Hund, der auf minimale Reize extrem gut anspricht. Also Reize im Sinne von entweder Aktivierungsreize, genauso auch, ich sage jetzt mal, Korrekturreize, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, das möchte ich nicht. Das heißt aber nicht Korrekturreiz, ich reiß dir die Rübe runter, du kriegst Strom ohne Ende oder Stachel oder sonst was. Sowas ist ja verboten. Professionell braucht man sowas gar nicht mehr. Oder manche brauchen es vielleicht, aber die meisten Hunde sind oftmals schon so hoch im Trieb und sprechen auf so viele Sachen so extrem an, dass diese Geschwindigkeit und diese Spannung schon sehr gut gegeben ist.
Wo die Hunde oftmals dann rausfallen, ist, wenn natürlich so Sachen, und das liegt dann an diesen dünnen Nerven, weil natürlich sehr viele sagen, ich möchte diesen Typ Hund haben, weil dieses Ausdrucksverhalten hat, diese Schnelligkeit hat, diese Geschwindigkeit hat, diese Einstiege haben. Ob die Hunde das natürlich dann weiter mitgeben, das ist natürlich immer ein bisschen fraglich. Aber du brauchst einen Hund, der natürlich auf ganz, ganz viele Sachen ganz schnell anspricht. Und ich selber habe ja auch schon Hunde aus dem IGP-Bereich geführt und oder selber einen geführt, den ich selber auch, wo auch einige mich gefragt haben, wir würden den gern in die Zucht haben wollen, wo ich gesagt habe, der steht zum Decken einfach nicht zur Verfügung. Weil das ist nicht das, was ich vermehren möchte. Ich möchte einen Hund haben, der, wenn er arbeitet, arbeitet, weil er es möchte und nicht, weil er sagt, boah, das bewegt sich jetzt einfach zu schnell, ich muss da hinterher. Ich möchte einen Hund haben, der arbeitet, ich will das haben. Ich will für dich mit dir mitlaufen und nicht, boah, da kann jetzt irgendwo was kommen. Jetzt könnte jetzt irgendwo was kommen, das muss der Lohn sein für den Hund. Und das ist für mich immer so der feine kleine Unterschied. Und ich habe natürlich einen anderen Anspruch an den Hund, weil sich natürlich auch mein Programm, und das ist das Ringprogramm, dazu komme ich gleich, ganz anders für den Hund gestaltet. Eben, und beim IGP-Programm ist natürlich Hochtrieb, immens hohe Spannung für einen kurzen Moment und danach wieder nichts. Das bedeutet natürlich, wenn ich da natürlich auch einen Hund habe, muss der sehr viel drauf ansprechen. Und wenn ich so einen Hund habe, der dünne Nerven hat, neigen die natürlich auch ganz schnell zu immensen Ersatzhandlungen, indem die sich Ersatzbefriedigung suchen. Sprich, schnelles Drehen. Oder immens viel Leine beißen. Oder immer was brauchen, was die rumschleppen müssen, rumrennen müssen oder sagen, ich muss irgendwas arbeiten, ich muss irgendwas arbeiten. Und wenn es dann, das war, Apportieren haben wir das letzte Mal gehabt, das war total toll, das war total toll. Ich sehe das selber beim Dart. Der Dart könnte den ganzen Tag im Büro nur eins machen. Apportieren, 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 apportieren. Der bringt mir alles, den ganzen Tag. Bis der mal runterkommt, braucht das natürlich immer ganz, ganz viel. Und diesen Hund habe ich schon sehr, sehr, sehr erzogen, dass der wirklich slow down ist. Da gibt es im Alltag nicht Ballspielen oder sonst was. Wenn wir spazieren gehen, ist das einfach nur spazieren gehen. Ja, das ist der IGP-Hund. Und jetzt kommen wir zum Ringhund. Meine Passion, aber ich unterteile den Ring nochmal in Belgisch Ring NVBK, Französisch Ring, weil auch diese Linien sich nochmal ein bisschen unterscheiden. Zum Mein Sport, dem Mondi Ring. Letztendlich das Ringprogramm, ob es Französisch Ring ist oder Belgisch Ring. Das Französisch Ringprogramm ist ein sehr schnelles Programm, was bedeutet, schnell in den Helfer rein, reicht auch zu mit zwei Zehen halten, schnell wieder raus, zurück zum Hundeführer. Das Französisch Ringprogramm ist auch vom Platz her immer gleich, auch die Übungen sehen immer gleich, auch nicht so wie im Monitoring, dass irgendwelche Sachen aufgebaut sind. Allerdings ist natürlich die Helferarbeit ganz, ganz schnell mit viel Ausweichen, Austricksen, Stockschlägen, Stockbelastung. Ja, das ist der Französische Ring. Erkennt man, dass die Helfer normal, also ihren Anzug anhaben und der Platz letztendlich immer wie ein IGP-Platz aussieht. So kann man sehen. Belgisch Ring, NVBK. Ist zu erkennen, haben die Helfer immer an den Anzügen hier Jute. Und dort ist ein sehr statisches Programm, aber da ist immer was unterschiedlich aufgebaut. Hört man dann immer auch, dass dann so eine Glocke geläutet wird, Beginn der Übung, Ende der Übung. Und das bedeutet rein, beißen und dort wird auch der Griff, der volle Griff bewertet. Und da wird auch beim Aus bedeutet, nochmal zumachen und dann erst nach draußen gehen. Das ist jetzt Belgisch Ring, NVBK. Monjuring ist genau das Zwischending. Also man hat praktisch die Ringnation, das habe ich schon zum Thema Mondioring 1 erklärt, die Ringnation Frankreich, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien und Portugal haben sich zusammengesetzt, einheitliches Programm
erstellt für die FCI und daraus ist das Monitoring-Programm entstanden. Das Monitoring-Programm ist genau ein Zwischending und das Programm arbeitet aber immer gegen den Hund. Also sprich, der Hund, auch unsere Dressur, unsere Ausbildung, müssen wir so kreativ für den Hund gestalten, dass der einerseits immens gut hört, weil bei uns findet alles am Stück statt, Unterordnung, Sprünge, Schutzdienst, dreiviertel Stunde lang, aber der Hund muss auch selbst bei höheren Temperaturen eine dreiviertel Stunde lang konstant, konzentriert arbeiten können. Das ist für diesen Hund immens wichtig. Also brauche ich auch einen Hund, der ein gewisses Nervenkostüm mitbringt, ein gewisses Triebpotenzial mitbringt, um da natürlich Arbeit zu machen, runterzufahren, Energie zu sparen. Arbeit zu machen, runterzufahren, Energie zu sparen. Ich spreche dazu immer von einer sogenannten Drive Balance. So, und das bedarf natürlich, muss man natürlich auch mit Ressource, Bestätigung entsprechend immer ein bisschen mit Köpfchen umgehen. Ja, bei den Ringhunden und gerade jetzt bei den Französisch-Ringhunden, das ist auch das, wo man gerade viel im IGP reingezüchtet hat. Die Hunde haben viel Geschwindigkeit mitgebracht, sind oftmals von den Nerven eher die dünneren Hunde, dass sie natürlich auch auf verschiedene Ausbildungen ansprechen. Wenn ich jetzt mal diese Belgisch-Ring- oder NVBK-Hunde angucke, die sind natürlich in den Nerven viel massiver, stärker, weil gerade durch dieses stupide Beißen und dieses Aktivieren in den Helfer müssen die natürlich ganz anders intrinsisch arbeiten. Aber die brauchen dann wieder wesentlich mehr Nerven, weil natürlich viel mehr Ablenkung ist. Und das ist letztendlich der feine kleine Unterschied, in welche Linie ich hineingehe. Und wenn ich natürlich sehr französisch bin, und das sehe ich immer mehr und mehr, hast du natürlich auch Hunde, die sehr hochtriebig sind, einen immens hohen Arbeitswillen haben. Und das ist das, was oft Züchter, genauso auch Ausbilder, ganz schwer unterscheiden können. Ist es, dass der Hund arbeiten möchte oder sind es dünne Nerven? Und wenn ich natürlich Hunde habe, die zum Beispiel auch auf Korrektur, ich sage zu meinem Hund, nein, möchte ich nicht, gibt einen kurzen Zupf an der Leine und er sagt, und jetzt will ich dich erst recht. Hund macht gehorsam, Ohren gehen nach oben. So. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die sagen, das hast du nicht zu tun. Und das hat dann mal wieder was oftmals mit Nerven zu tun. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Hunde immer ein bisschen so nach hinten in der Leine gehen. Denn ist dann halt auch egal, ob da ein Bällchen ist oder nicht. Und das sind dann halt immer so die feinen kleinen Unterschiede, wo ich dann sage, wie verhält sich jeder Hund? Wo setzt jeder Hund in welche Richtung um? Und wenn sich das natürlich in die falschen Verhältnisse potenziert, kann es in ganz vielerlei Hinsicht natürlich auch im Alltag die entsprechenden Probleme geben. Ich entziehe dir das Bällchen. Und der Hund sagt, nein, du hast jetzt jeden Tag morgens mit mir eine halbe Stunde Ball gespielt, jetzt möchte ich das Bällchen haben. Wenn ich einen Hund mit Nerven habe, der sagt dann, ey, lass uns Bällchen spielen. Komm, lass uns spielen. Du willst es spielen? Ja, ist okay, nehme ich einen Stock und gehe woanders hin. Ein Hund, der dünne Nerven hat, der fordert das ein. Und er lässt dich so lange nicht in Ruhe, bis der irgendwas bekommen hat, mit dem, was du dem wirfst. Und das sind so diese ganz fein klein, aber doch nach hinten raus sehr gravierenden Unterschiede, wie die einzelnen Rassen und die einzelnen Linien so ticken. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mal in den Chat dazu reinschreiben, bevor ich zum Thema Züchter komme. Linkslastigkeit im IGP-Bereich. Ich brauche da ein Beispiel dazu. Was ist Linkslastigkeit? Dieses Thema Linkslastigkeit ist für mich, wie soll ich das sagen? Linkslastig gibt es ja für mich im ethologischen Sinne nicht. Ich nenne das offensiv oder defensiv. Um das Thema Linkslastigkeit oder was du damit meinst zu beschreiben, brauche ich ein konkretes Beispiel und oder noch besser ist ein Video, was man dazu analysieren kann. Weil
viele Hunde oder das, was man früher gemeint hat oder was man meint, was linkslastig ist. Ich sage jetzt mal, ein Hund, der geht ans Verbellversteck, Hundeführer sagt Fuß, Hund kommt nicht zurück, pff, gibt einen Leinenzopf am Halsband, Hund sagt, ey, stör mich nicht, geht nach hinten, hackt meinen Hundeführer in die Hand, sagt, lass mich in Ruhe, hat nichts mit Linkslastigkeit zum Beispiel zu tun. Das hat was damit zu tun, dass der Hundeführer dem Hund die Beute, die er haben möchte, verwehrt, also sprich den Hetzarm, und dadurch so reagiert. Aber was letztendlich die Linkslastigkeit ist, heutzutage bin ich mir zu 95% sicher, haben wir keine linkslastigen Hunde mehr. Das sind alles rechtslastige Hunde, weil diesen linkslastigen Hund fast keiner mehr führen kann oder führen möchte. Ich brauche ein Beispiel dazu. Also das kann ich so definitiv nicht sagen. Unterschied Herder Mali, separater Stream, vielleicht nächste Woche, aber werde ich jetzt hier auch nicht drauf eingehen. Vielleicht hole ich mir dann noch mal jemanden dazu, aber werde ich hier definitiv nicht drauf eingehen heute. Heute geht es wirklich nur um den belgischen Schäferhund. So, jetzt kommen wir zum Thema Züchter. Züchter und Züchter unterscheide ich immer. Es gibt Menschen oder es gibt Personen, die züchten und die werden dann immer als Vermehrer hingestellt, nur weil sie 10 Würfe machen im Jahr und diese Hunde weltweit verkaufen. Für mich, wer einen gesunden, stabilen Hund züchtet und verkauft, ist für mich ein Großzüchter und das ist für mich ein vollkommen legitimes Geschäftsfeld. Wenn man das natürlich wichtig, die Voraussetzung, gesunde Hunde, ordnungsgemäße Aufzucht, keine kranken Hunde, Hunde mit einer guten Sozialkompetenz, alles für mich okay. Sind für mich Großzüchter. Für was brauchen wir die Großzüchter? Genauso auch die alten Züchter, die ganz viel Ahnung haben oder die wissen, was man früher so gezüchtet hat, wo es noch keine DNA-Kontrollen gab. Ich könnte mich, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückschaue, so 10 bis 15 Jahre, wo noch nicht so viel mit DNA gemacht worden ist und ganz viele Züchter sich gegen DNA gerade im Ausland gewehrt haben, aus dem einfachen Grund, man hat natürlich auch sehr viel experimentiert. Und es ist auch ganz viel dabei rausgekommen, was vielleicht nicht so hätte sein sollen. Also sprich, Würfe, die vielleicht krank waren. Beim belgischen Schäferhund dieses Thema mit der Ataxie zum Beispiel. Das sind Welpen, die haben die ersten 8 Wochen schon wie epileptische Anfälle und die sterben da dran. Also das bekommt man auch mit Medikamenten nicht in den Griff. Das sind Themen, da, wenn man da mit alten Züchtern im Ausland redet, ich kenne da welche, die treffe ich auch oft auf Prüfungen, weil ich vor allen Dingen als ich angefangen habe im Monitoring, habe ich die kennengelernt. Die erzählen das auch oftmals, wenn sie abends so ein, zwei Bierchen getrunken haben. Und dann sagen die, ja, der Züchter hat einfach mehrere Würfe gehabt nach dem und den Rüden. Da war sehr viel Ataxie drin. Und das war zum Beispiel ein sehr dunkler Hund. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann guckt man sich so die Linien an. Natürlich hat der Hund natürlich auch bei Züchtern gedeckt, wo auch Hunde nach draußen oder weiterverkauft worden sind. Und diese Erbkrankheit ist halt oftmals im Hund geschlummert und ist nie wirklich rausgekommen. Sie ist da gewesen, ist nicht ausgebrochen, weil die Gene nicht gleich gewesen sind. Und auf einmal hat es gepasst und auf einmal hat man wieder Ataxie gehabt. Gibt auch einen Fall, gibt es auch im Internet, wo eine Züchterin das dokumentiert hat und natürlich auch öffentlich gemacht hat. Chapeau, ich ziehe meinen Hut davor, ich habe davor meinen allergrößten Respekt. Und es gibt natürlich auch Züchter, die gesagt haben, wir hatten aus der und der Linie Ataxiehunde oder generell kranke Hunde. Ja, die wurden dann halt einfach eingeschläfert. Und
Ja, und da sind halt auch ganze Würfe eingeschläfert worden. Und wir müssen uns immer eins vor Augen halten. Und das ist, ich hab das von einer guten Bekannten von mir gelernt. Die hat mir ein Beispiel gebracht. Die kommt aus Ex-Jugoslawien. Und die hat mir mal ein Beispiel gebracht. Die hat gesagt, Basti, weißt du, wie Rassen entstanden sind? Und da sage ich, ja, über Selektion. Man hat das, was man wollte, weiter selektiert und damit weiter gezüchtet. Ja, und weißt du, was mit den anderen geworden ist? Ja, die hat man halt irgendwo hingegeben. Das habe ich so damals in meinem jungen, naiven Leichtsinn gesagt. Und dann sagt die so, ja, aber meinst du, wenn ein Bauer, nehmen wir das Beispiel, da ist ein Bauer, der hat einen Herden, der hat zwei Herdenschutzhunde, einen Rüden und eine Hündin. Und die sind jetzt schon etwas älter und er braucht einen neuen Herdenschutzhund. Was macht er dann? Belegt natürlich die Hündin. So, und die Hündin bekommt jetzt sechs Welpen. Was macht er? Er braucht aber nur einen. Was macht er mit den sechs Welpen? Mit den fünf Welpen, die übrig sind. So, und das ist jetzt das ganz Harte. Sie hat zu mir gesagt, weißt du, wie bei uns Herdenschutzhunde selektiert worden sind? Da wurde ein Loch gegraben. Wenn die Welpen auf der Welt waren, wurde ein Loch gegraben, da kamen die Welpen hinein, dann wurde ein Wolfspelz reingehalten, der wurde drin einmal kurz gedreht, alles, was am Wolfspelz dran hing, kam zur Hündin zurück, alles, was drin war und nicht dran hing, so hart es jetzt klingt, und das müssen wir uns immer und immer wieder vor Augen halten, so sind Rassen entstanden, so brutal es klingt. Das ist Rasseselektion. Und was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich das für gut heiße, ganz im Gegenteil. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein Hund nicht des Rassestandards oder dem entspricht, was man auf die Welt loslassen möchte, also sprich, ich habe Hunde, wo im Wurf sehr viele Hunde dabei rauskommen oder einfach eine Durchfallrate ist, von wo 20% der Hunde aus dem Wurf einfach nervlich Probleme haben. Oder immens klein sind, auch wenn es fürs Agility sind. Auch okay, aber auch mal zu kleine und zu große Hunde hat halt einfach Vor- und Nachteile. Und wenn ich natürlich genau solche Sachen habe, muss ich effektiv selektieren. Und da muss ich dann halt auch mal sagen, mit dieser Linie oder mit diesen Hunden ist es nicht zu empfehlen, weiter zu züchten. Und ganz viele Züchter sagen dann, ja, oder ganz viele Leute sagen dann, ich würde halt schon gern mal einen Wurf machen mit der und die ist ja eigentlich ganz okay und ganz gut, haben aber von der Genetik, die hinten drin steckt, keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil sie nicht wissen, was in Generationen weiter hinten drin passiert ist. Und mir ist es selbst zweimal in meiner hundesportlichen Karriere so gegangen, dass ich gesagt habe, es gibt zwei Hunde, die müssen sich nicht weiter vermehren. Das ist einmal der Dart, wo ich gesagt habe, das ist für mich nicht der Anspruch, den ich an den Hund habe, weil ich möchte einen nervenstarken Hund haben. Ich möchte auch keinen Hund fürs IGP, Bombe, für das, was ich möchte im Ring, nicht ganz so das, was ich möchte, weil der sich natürlich auf das, was der, wenn der Helfer anfängt, den Hund herauszufordern, weil das Ringprogramm natürlich gegen ihn arbeitet, sich auf jeden Scheißtrick einlässt und dann die Nerven verliert. Und das sage ich, möchte ich nicht. Zum anderen, ich habe einen Terwürn gehabt aus einem Malinois raus. Und der Terwürn, den ich hatte aus dem Malinois raus, der hat richtig Matte gehabt. Also der hat richtig ausgesehen wie ein Terwürn. Also man kann mal bei mir auf Instagram müssten ein paar Fotos von dem drin sein, beziehungsweise auf Facebook. Der hat schwere Epilepsie. So wie der Hund gearbeitet hat, da hat mal ein Hundeführer hat gesagt, dieser Hund ist einfach eine Kanonenkugel mit einer zu kurzen Zündschnur. Also den hast du nichts eingeschenkt. Der hat sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ein richtig geiler Hund mit richtig guten Nerven, der arbeiten wollte, der nicht zu erschrecken war, gar nichts. Aber Epilepsie. Und der ist angekürt gewesen, hat an dem Tag, wo der angekürt gewesen ist, hat er die ersten Tage nach, hat er, glaube ich, drei oder viermal gedeckt. Also das ging, ich habe Anfragen gehabt, noch und nöcher. Und ich hätte mir mit dem Hund eine richtig goldene Nase verdienen können. Aber ich habe gesagt, nein, ich stelle diesen Hund nicht
zum Decken zur Verfügung. Ich habe den Züchter angerufen, ich habe gesagt, habe ihn angerufen, habe gesagt, was machen wir? Haben das gesagt und er hat das allererste was und das ist das, was ich, wo ich zu dem Züchter sage, Chapeau. Er hat zu mir gesagt, mach es bitte öffentlich, stehe dazu, ich stehe hinter dir. Er hat gesagt, ich zahle dir sogar das Geld zurück. Habe ich gesagt, Mario, das möchte ich nicht. Das gehört einfach nicht dazu. Er hat gesagt, okay, das ist halt jetzt dumm gelaufen, aber es war so ein richtig guter Wurf. Und der Hund hätte weltweit zum Decken eingesetzt werden können. Nein, ich habe es nicht gemacht. Und es war halt einfach die Linie. Ich weiß, woraus es kommt. Also wer auch da nähere Informationen haben möchte, ich weiß, woraus das kommt. Und er hat jetzt auch, soweit ich weiß, also wir stehen ja immer noch im Kontakt, und er hat im Nachhinein diese Linie, so wie sie war, nicht mehr weitergezüchtet. Und es kam auch keine Epilepsie mehr vor. Es kam aus der väterlichen Linie raus. So, und da muss man halt ehrlich zu sich sein. Und davor ziehe ich immer meinen Hut. Jeder Züchter, der züchtet, kennt die Stärken und Schwächen seiner Hunde. Und jeder Züchter, der züchtet, steht auch zu den Stärken und Schwächen seiner Hunde. Und er weiß auch, wenn er sagen muss, das war jetzt leider Gottes nicht so die perfekte Verpaarung oder die perfekte Linie. Und deswegen sage ich immer Züchter und Züchter. Man muss halt auch einfach wissen, und das ist auch das, was ich vielen Züchtern sage, es gibt Züchter, die fahren 3-4 Mal pro Jahr nach Belgien, nach Frankreich, nach Italien auf Prüfung und gucken sich ganz, ganz viele Hunde bei einer Arbeit an, aber nicht auf dem Platz, sondern im Training und vor allen Dingen auch daheim. Und die sagen, das möchte ich haben. Und dann gibt es welche, die blättern, gucken, welcher Hund, oh, der ist gut, den hat er wieder ausgegraben. Und wenn der den hat, dann nehmen wir den, wissen aber gar nichts über den Hund und wissen aber überhaupt nichts, ob das wirklich auf den Hund drauf passt. Das ist der Grund, warum ich mich zum Beispiel selbst noch nicht ans Züchten rantraue. Ich bin immer froh, dass ich auf Leute zurückgreifen kann, die davon richtig Ahnung haben, die Genetiker sind. Mich selbst haben zum Beispiel auch schon Züchter gefragt, gerade mit dem Chap, ich möchte gerne mit dem Chap zum Decken. Wo ich sage, das mache ich nicht. Weil die Gefahr, dass diese Linie nicht passt, sehr, sehr hoch ist. Und oftmals fällt es dann immer auf den Deckrüden zurück. Es ist genauso auch, wenn Hunde, auf einmal sind sie erfolgreich in einem, und ich möchte das IGP-Programm überhaupt nicht schlecht reden. Also wer das professionell betreibt und richtig gut macht, es hat alles. Also ich habe schon IGP-Hunde gesehen und gehetzt, wo ich gedacht habe, boah, guck mal, wie ich die so ein bisschen vom Platz jagen kann. Und das kann ich richtig gut. Und wenn ich einen Hund, wenn ich jetzt sage, vom Platz jagen, heißt das nicht, ich renne mit dem Stock hinter den Hund her, bis er nicht mehr kann. Ich gebe dem Hund immer ein Fenster, wo er durchgehen kann. Weil ich möchte Hunde fair arbeiten. Es hat kein Hund verdient, vom Platz gejagt zu werden. Allerdings muss man immer so ein bisschen objektiv sein und sagen, und ich möchte das auch, das ist mein Anspruch als Helfer, ich möchte einfach sehen, was kann der Hund, was kann er nicht und wie kann ich den Hund dazu bringen, dass er genau meine Last überwindet. Und das macht für mich die hohe Kunst aus. Und es gibt halt Hunde, die stellen sich hin und machen dann genau eins. Und dann gibt es Hunde, die sagen, wo kriege ich dich? Und denen ist es egal. Und ich habe auch schon IGP-Hunde gesehen, wo ich gedacht habe, boah, geiler Hund, da freue ich mich schon drauf. Und dann stand er auf einmal vor mir. Ich habe da bloß 2 Flatterbänder und hat nichts mehr gemacht. Und dann kommt so eine Hündin rein, wo ich denke, oh, was für ein Häufchen Elend, die tut mir so leid und jetzt soll ich die hetzen. Hey, und die haut rein und gibt Gas und ich sage, boah, da geht mir das Herz auf, weil das ist ein Hund, der kämpft, der will mich dominieren, der Hund will mich besitzen. Und das ist halt das, die Züchter müssen auch lernen, genau dieses zu sehen. Es ist genauso, wenn ich einen Hund raussuche. Ich bekomme eigentlich bis jetzt immer, ich habe jetzt eigentlich bis jetzt immer erste Wahl bekommen, wenn ich das wollte. Das war nie das Problem. Allerdings habe ich mich immer auf die Meinung vom Züchter verlassen. Ich habe immer den Züchter gefragt, wie schätzt du die Hunde ein? Habe ihnen meine Ansprüche an den Hund gesagt und habe mich von dem Züchter beraten lassen. Und selbst wenn ich gesagt habe,
Nee, das ist, mein Bauchgefühl sagt dann halt nein und der Züchter ist dann sauer auf mich, habe ich alles richtig gemacht. Weil auch ein Züchter muss mit dieser Kritik rechnen können und auch mal so, wie soll ich sagen, ja, immer objektiv kritikfähig sein. Auch die Sachen, die ich jetzt hier drin erzähle, wenn sich jetzt jemand damit angegriffen fühlt, habe ich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Da habe ich genau den richtigen erwischt. Und Züchter, und ich habe das auch ganz offen schon auch schon mal auch auf der Jahreshauptversammlung von der Landesgruppe Baden-Württemberg im DMC kommuniziert, weil man mich gefragt hat. Und da bin ich auch ehrlich, es gibt halt einfach viel zu viele Nervenkrüppel. Man will Trieb, man will Weltmeister miteinander verpaaren, man will Trieb, man will Weltmeister, man will Weltmeisterschaft, man will weltmeisterlich aus weltmeisterlich ausbilden. Was man allerdings vergisst, ist der Spaß und der Ehrgeiz steht einem dort ganz, ganz oft im Weg. So, und man muss halt da ganz, ganz viele Sachen sehen. Und man muss auch gerade bei den Ausbildungsmethoden auch immer sehen, man muss es verstehen und man muss es immer kontrollieren können. Ich möchte einen Hund haben, der jetzt Hi, Ruhe. Hi. Ruhe, runterkommen. Und ob es jetzt im Gehorsam ist, in der Unterordnung oder in der Arbeit mit dem Helfer, es muss immer ein Gleichgewicht ergeben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir einen modernen Hund führen wollen, gehören genau diese Sachen für mich dazu. So, hier sind noch ein paar Fragen gekommen. Dammfarmer TV, geiler Name. Beispiel Gruppenarbeit. Der Hund steht im Fuß und Hunde steht im Fuß und Hundeführer geht durch die Gruppe und kommt in seinen Stress und verhält einen Nervenkrieg und geht Richtung Personen. Es gibt natürlich Hunde, und das kommt auch immer wieder bei einem belgischen Schäferhund vor, die natürlich nicht unbedingt die so Sozialkompetenz schlechthin sind. Das hat man immer wieder in den Linien drin. Also da könnte ich so einige aufzählen. Das bedeutet halt im Vorfeld auch mal ein bisschen nicht bloß Vollgas, sondern natürlich auch mal Erziehung. Also ich bin selber jemand, wenn ich einen problematischen Hund habe oder einen Hund, der natürlich nicht die Sozialkompetenz schlechthin ist, dann muss ich halt natürlich an Sachen arbeiten wie andere Menschen ignorieren. Und dieses Ignorieren nicht, ich habe einen Ball unter den Arm und klotz den mal an, sondern wirklich, der Hund muss sagen, ich will mit den anderen nichts zu tun haben, ich gucke auf Seite, ich gucke dich an, ich gucke Herrchen an und dafür gibt es dann was. Und das ist halt das, was ganz oft im Training falsch gemacht wird. Genauso wie ich habe einen Hund, der Probleme im Sozialverhalten hat. Was macht man am Hundeplatz? Man gibt jedem ein Stück Futter und er sagt, fütter mal den Hund, danach wird das besser. Das ist Quatsch, das wird nicht besser. Ganz im Gegenteil, der Hund lernt, ich gehe mal überall mehr Futter abholen, danach sind das alles wieder Gegner. Dann sagt er, hey, Futter, hast du kein Futter, hack ich dich. Und dann wird er wieder sauer, ja, ich gebe ihm mal wieder Futter, danach wird er wieder lieb. Nee, das funktioniert so nicht. Das geht halt einfach nicht. Ja, jetzt habe ich ganz, ganz viel über die einzelnen Rassen, einzelnen Typen erzählt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Chat, haut mir noch mal ein paar Fragen rein, wenn ihr was wissen wollt. Ansonsten bin ich, glaube ich, heute durch mit dem Thema. Impulskontrolle, das A und O, Kontrolle und Gehorsam. Und nicht, weil ich ein Bällchen unterm Arm habe, sondern weil es der Hund richtig gelernt hat und möchte. Das ist das, viele arbeiten immer Aktion, Aktion, Futter, Aktion, Aktion, Futter, Aktion, Futter, Aktion, Futter. Was sie vergessen, oder danach kommt's, wenn das nicht mal funktioniert, kommt es Bällchen. Was sie allerdings vergessen ist, dass der Hund, wenn der Hund nie lernt, frühzeitig für dich zu arbeiten und der Ball und der Futter das Lohn ist, hast du genau diese Probleme. Und das versuche ich den Leuten immer und wieder zu sagen. Ich habe das Thema gestern gerade erst gehabt. Und da musste ich mir auch sagen lassen, dass ja meine Hunde sehr, sehr lasch sind, weil die
nicht die ganze Zeit rumrennen. Das ist auch das, genau, das möchte ich noch ansprechen. Wenn ich dann auch Hundeführer habe und jetzt habe ich ja über die Linien mal ein paar Sachen erzählt und die sagen, ich möchte einen Mali haben, dann sage ich, was ist denn dir wichtig? Ja, der muss so laufen, der muss sich so freuen. Der muss immer schnell auf Futter und Bällchen und so weiter. Da muss alles funktionieren. Ich kann euch Videos von meinem jungen Mali sagen, den ich gerade habe. Da gibt es Videos, da stehe ich in der Hetzhose da, Vollschutzhose, und vorne mit dabei ist was mit der Reizangel und ziehe die rechts und links hin und her. Und da steht er daneben und da bohrt er in der Nase, guckt sich auf die Finger und dann sage ich, Alter, was willst du? Da ist auch gerade ein Einkäufer da gewesen von der Polizei. Da haben wir einen Hund überprüft bei mir und da sagt er zu mir, Basti, was willst du mit diesem schlechten Hund? Sag ich, wieso schlechter Hund? Der will ja nicht mal spielen. Sag ich, ja und? Was Besseres kannst du nicht haben? Ich brauche keinen Hund, der jedem Scheißdreck hinterher rennt. Der kommt schon. Wichtig ist nach der Zahnung. Das ist wichtig. Vorher muss der erstmal Welpe sein. Bisschen spielen, ein bisschen Beute. Bei mir muss auch keine Welpe schon hier so auf dem Platz stehen. Kein Kind muss wenn ich ihr Kind im Vorschulalter schon in den Krieg schicke, mit Kindergärtner oder sonst was, da will ich mal die Eltern erleben. Aber der Mali, der muss es machen. Also ich möchte jetzt den Mali nicht vermenschlichen, aber es hat für mich gewisse Parallelen. Und es gibt Bereiche, die werden bei mir im Welpenalter nicht angesprochen. 0,0 nix. Bei mir arbeiten die Hunde fast bis zum Jahr eigentlich ausschließlich nur auf dem Futter. Also ich arbeite ganz wenig mit dem Ball. Und wenn dann nur wirklich ganz, 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 ganz gezielt. Ja, es gibt einzelne Linien, XD, es gibt einzelne Linien. Ich werde diese Linien allerdings hier drin dir nicht benennen, weil oder beziehungsweise diesen Züchter jetzt oder Züchter nicht drin benennen, aus dem einfachen Grund. Es spielt halt auch immer ein bisschen die Selektion mit eine ganz große Rolle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Hund, die Linie aus Hund X ist richtig nervenstark, allerdings da eine ganz schlechte Hündin oder eine nervenschwache Hündin, draufgesetzt, der nervenstarke Hund auf diese schwache Hündin draufgesetzt wird, heißt das noch lange nicht, dass du nervenstarke Hunde rausbekommst. Das ist ganz, ganz schwierig. Das muss man wirklich sehen, wie die Linien zusammenpassen. Deswegen werde ich mich hier über Linien und genaue Hundenamen und so weiter definitiv nicht äußern. Das mache ich nicht. Weil ich weiß ganz genau, da rufen morgen Leute an und sagen, Basti, was hast du da über einen Scheiß erzählt? Es spielt immer alles. Es spielt immer das Gesamtbild eine Rolle. Rüde Hündin. Es gibt Rüden und da gab es nicht viele die letzten Jahre. Das waren richtig gute Vererber. Die haben auch richtig Linien saniert, weil sie halt wirklich ganz dominant vererbt haben. Das waren aber nicht viele Hunde. Und viele haben dann halt gesagt, ja, wir nehmen, weil dieser Hund zum Beispiel gestorben ist, wir nehmen aus dieser Linie einen Hund raus, weil wir ho die Hoffnung gehabt haben, dass der Großvater das so mitgegeben hat und es ist genau das Gegenteil herausgekommen. Es sind noch angekratztere und noch aggressivere Hunde rausgekommen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen bin ich bei solchen Aussagen immer ganz, ganz vorsichtig. Ich trainiere auch andere Rassen, also Rottweiler, Schäferhund. Also ich habe einige Schäferhunde bei mir im Training, auch im Dienst. Rottweiler, Herder, was haben wir noch? Ritschbeck. Ich habe jetzt bald eine Ritschbeck-Hündin zum Trainieren da. Freue mich riesig. Labbis, ab und zu mal ein Jagdhund. Also ich trainiere alles. Das Geile ist ja auch für mich. Es ist natürlich immer schön, wenn man so einen Hund aus einer Linie raus hat und ungefähr schon so weiß, wie die Hunde so im Nachhinein sind. Aber das Anspruchsvolle an mich als Hundetrainer ist doch, Hunde aus unterschiedlichen Linien zu haben, mit unterschiedlichen Eigenschaften und die dann natürlich entsprechend zu führen und auszubilden.
Das macht für mich die ganz große Kunst der Hundeausbildung aus. Und ich liebe es, andere Rassen zu trainieren. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Pudel. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe auch noch mal Bock auf einen Schäferhund. Ich habe Bock auf so viele Hunde. Ich könnte einen ganzen Stall voll Hunde haben. Will ich aber nicht mehr, weil die alle beschäftigt werden wollen. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Gute Züchter, die ich empfehle, sind erstmal die, wo ich natürlich auch selbst meine Hunde raus habe. Das sind natürlich auf die, die ich schwöre. Ich kann dir jetzt allerdings, ich schwöre halt einfach auf den Peter Engel. Das ist halt für mich, das ist für mich der Züchter schlechthin. Santana's Angels, der Milan, Natascha, arbeite ich auch schon jahrelang zusammen. Es gibt auch noch einige Züchter aus dem IGP-Bereich raus, wo die auch hin und wieder echt einen guten Wurf haben, wo ich sage, das passt mir, das finde ich auch richtig gut, da kann man auch echt gut, also Monitoring gerade auch mitmachen, aber für solche Sachen, es sind wirklich nur die zwei Züchter, auf die ich momentan so zurückgreife, wo ich auch Leute hinschicke. Ansonsten, wenn wirklich solche Fragen sind und du sagst, du möchtest dir einen belgischen Schäferhund zulegen, ich berate dich dort gerne. Also ich kann dir schon sagen, wie die einzelnen Rassen so ungefähr fallen. Aber man muss sich natürlich auch mal selber ein bisschen wissen, was man möchte. Also ich habe selber eine Bekannte von mir, da habe ich auch gesagt, du wärst interessant, bei Milan oder beim Peter einen Hund zu haben. Sagt die, nee, ich will unbedingt einen angekratzten Hund führen, weil ich schon immer die angekratzten Hunde geführt habe. Ich mag diese angekratzten Hunde. Und die kommt auch richtig gut klar mit diesen Hunden. Dann soll die auch so einen Hund führen. Also man muss natürlich immer wissen, ein bisschen wissen, was einem liegt, was man möchte. Aber das muss man individuell auf den Hund entscheiden. Molosser finde ich richtig geil. Problem ist halt einfach, ich bin so viel im Ausland unterwegs und es gibt halt einfach sehr viele Länder, wo du mit denen halt ganz schnell Probleme kriegen kannst. Deswegen habe ich leider keinen Molosser. Ja, auch Rottweiler. Auch andere Molosserarten. Cane Corso, Dogo Canario, hatte ich schon einige, die ich im Schutzdienst gearbeitet habe, die haben richtig, richtig Spaß gemacht. Staffordshire Terrier, die ganzen Listenhunde. Als ich angefangen habe mit Hundesport, der erste Hund, den ich gehetzt, oder einer der ersten Hunde, die ich gehetzt habe, war ein Pitbull und ein Bull Terrier. Die haben richtig guten Hundesport gemacht. Also ich bin ja ganz großer Befürworter, also ich habe ja auch einige Jahre Tierschutz betrieben. Und selbst im Tierschutz mit den verhaltensauffälligen Pitties, Amstaffs, Bull Terrier und so weiter, ich habe mit den allen Beutearbeit betrieben, richtig schön Beute zirkeln, Gas geben, aber auch Signalkontrolle, dass die lernen, sich selber intrinsisch zu arbeiten und sagen, ich nehme mich zurück, wenn ich mich zurücknehme, kriege ich wieder. Das ist halt, aber das muss man können und das muss man wollen. Und man muss sich dann halt auch mit dem Individuum auseinandersetzen. Also da, ja, aber das ist wieder hundetypenabhängig. Ich liebe es, alle Hunde zu arbeiten, die Bock haben zum Arbeiten. Ich habe jetzt erst auf dem Seminar einen Pudel gehabt. Geil, geil, geht mir das Herz auf. Mal was anderes. Matteo, du hast einen Rottweiler in der Kategorie 3 selbst geführt und bestanden. Wenn du das hast, bam, richtig geil, Hut ab. Rotti muss man erstmal schaffen, richtig gut. Stumpfer Mali, die recht schlecht auf Korrektur ansprechen. Die Frage ist, was ist stumpf, was ist die Korrektur? Nee, will ich gar nichts dazu sagen. Ich muss den Hund sehen. Das sind so Sachen, das muss man echt individuell am Hund sehen. Also kann man jetzt nicht pauschal sagen, mach das oder der ist stumpf. Ich habe jetzt erst wieder mit jemandem ein Training gehabt, die hat auch gesagt, der Hund ist stumpf, der nimmt nichts an, der ist einfach, es ist keine Linie drin, es ist keine Kommunikation drin und so weiter. Also
so die ersten Steps sind einfach nicht richtig gemacht worden. Und du kannst jeden Hund, den du trainierst, wenn du keine gute Ausbildungsbasis schaffst, hast du auch nichts, wo du zurückgehen kannst und wieder ansetzen kannst. Also das ist ganz, ganz schwierig. Also da, Cedric, yeah, Cedric ist richtig gut. Also der ist auch einer für mich der Top-Helfer im Ring. Also ich liebe es, den hetzen zu lassen. Der hat auch schon meine Hunde richtig schlecht aussehen lassen. Und eine Woche später haben wir es ihm gezeigt. Da habe ich nämlich meinem Hunden die Skills vom Cedric beigebracht. Das ist nämlich ein Schlingel, der Cedric. Aber habe meinen größten Respekt vor ihm. Also wenn es die Zeit zulässt, fahre ich auch wieder hin zu ihm zum Training. Ich habe den echt gerne als Helfer. Also das ist so einer, der kann sich auch wahnsinnig gut auf meine Hunde einstellen. Also auch das, was ich sehen möchte. Ich möchte natürlich sehen, dass du im Training dem Hunden die Grenzen zeigst, aber auch so weit die Grenzen zeigst, dass der Hund immer die Chance hat, draus zu lernen und besser zu werden. Also das, top Mann. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, ich scroll nochmal durch. Dann, ich hoffe, euch hat das live gefallen. Es hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Nächste Woche Sonntagabend gibt es kein Live, weil ich bin auf Prüfung. Und ich werde Sonntagabend noch nicht daheim sein. Wahrscheinlich auch Montag noch nicht zu Hause sein. Ich möchte aber nächste Woche wieder ein Live machen. Das werden wir dann wahrscheinlich auf Mittwochabend verschieben oder so. Thema nächste Woche. Also ich habe noch so ein paar Themen, die ihr mir das letzte Mal geschrieben habt, aber es gibt noch das Thema Mali und Herder. Und eigentlich will ich darauf nochmal eingehen. Ich habe nochmal Bock, so Mali-Herder zu machen. Irgend sowas. Mali-Herder, das triggert, das ist eh ein Thema, was mich so triggert, weil ich bin ja kein Herder-Freund. Also die mich kennen, die wissen ja, ich lasse ja eigentlich kein gutes Haar an den Herdern, aber ich werde bestimmt nochmal einen Herder führen oder sowas. Und ich habe einen Herder bei mir im Training, die ab und an kommt. Der Check. Es sind noch einige Videos bei mir auf Instagram drin. Der ist richtig, den mag ich, den Hund. Das ist ein Herder. Der ist richtig gut. Hier kriege ich gerade die Nachricht, FCI-Herder sind Schrott. 99%, ja, es gibt aber auch FCI-Herder, die sind richtig, richtig gut. Die Züchter gibt es. Ja, aber die muss man finden. Man muss wissen, wer das ist. Gibt kenne ich nur zwei. Aber da kann ich euch sonst jemanden an die Hand geben, die, was Herder angeht, richtig, richtig gut ist. Also es gibt gute Herder auch mit Pappe. Aber leider Gottes ganz, ganz selten. Die sind sehr, sehr rar gesät. So, ja, Mali VS Herder, das machen wir noch. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe ja noch eine Nachricht. Glaubst du nicht, dass durch die bessere Trainingsmethoden stärkere Hunde führbarer werden? Nee, ganz im Gegenteil. Also die Trainingsmethoden machen eher schlechte Hunde oftmals besser, als die guten besser ins Programm zu kriegen. Also einen guten Hund musst du schon wissen, wie du den trainierst und was du machst. Und vor allen Dingen, wie du einfach auch mit den Lerngesetzen, alle die es gibt, entsprechend auch mit denen umgehst. Ich sehe das immer oft auf Weltmeisterschaften und habe ich schon oft beobachtet, es gewinnt nicht oft der gute Hund. Es gewinnt oft der bestausgebildetste Hund und das ist genetisch oftmals nicht der bessere. Von der ganzen Arbeit her, von allem. Das mag vielleicht der nettere sein oder der einfach freudig, muss aber genetisch nicht der bessere Hund sein. Es gibt ganz, ganz viele Hunde, das möchte ich auch zum Schluss nochmal sagen, da haben Mutter und Vater vielleicht keine Prüfung oder eine Prüfung. Aber die sind nicht hochgeführt worden, gar nichts. Aber das sind halt Hunde, die bringen eine wahnsinnig gute genetische Substanz mit. Und das ist halt das A und O. Prüfungsergebnisse sind nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich gebe jeden immer mit an die Hand, wenn jemand sagt, ich möchte einen Welpen haben, ich möchte einen belgischen Schäfer und einen Welpen kaufen. Wenn ihr euch zu dem Züchter geht, ruft den an, redet mit denen, lasst euch beraten, lasst euch die Hündin zeigen. Wenn ihr eine Hündin habt, die eh schon nur am Krawall machen ist, wenn fremde Leute zu den Hunden kommen und keine Ruhe drin ist,
dann lasst die Finger davon. Auch wenn euer Bauchgefühl nicht stimmt, lasst die Finger davon. Also ich habe ja selber auch, ich habe ja schon sehr viele Würfe mir angesehen und so weiter. Ich lasse mir immer als allererstes die Hündin zeigen. Und ich will die Hündin sehen, die muss mit mir nie schmusen. Die muss auch bei mir nicht auf dem Schoß sitzen oder mir das Gesicht ablecken, sonst was. Ich will einfach, dass die sich neutral mit den Welpen beschäftigt, auch wenn Leute da sind. Und wenn ich natürlich Hunde habe, oh, die müssen wir wegsperren, die können wir nicht und die tickt komplett aus, bin ich schon komplett raus. Der Rüde, der kann ruhig, so, da können ruhig Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen. Wichtig ist, die Hündin muss ein sehr gutes, stabiles Gleichgewicht mit sich bringen. Und die muss auch so ein bisschen sein wie eine Hündin. Breite Hüfte, kann auch ein bisschen speckig sein, muss eine Mutti sein. Das ist halt wichtig. Nicht zu klein, nicht zu riesig. Das ist so, worauf ich achte bei einer Hündin. Und halt so einfach so ein gutes Wesen, so dieses, ja, Herzliche. Habe ich gerade erzählt, Goldi, worauf ich bei Züchtern achte. Vor allen Dingen Beratung. Selbstkritisch, ganz wichtig. Und vor allen Dingen die Hündin muss für mich passen. Einfach, ja, es muss, die muss angenehm sein. Die muss nicht so, die muss jetzt nicht zu mir hinkommen und bei mir auf dem Schoß sitzen. Die muss einfach angenehm sein. Das ist mir immer wichtig. Ja, somit haben wir, denke ich, alle. Wie schaut's aus mit den restlichen drei Belgierschlägen? Laken, Tervuur und Gröndel. Wieso werden die so selten im Sport geführt? Liegt das an der Fellpflege? Ich gehe schwer von aus. Ich glaube, da können wir jetzt nochmal eine Stunde filmen, was die Tervuur, Laken und Gröndel angeht. Ich denke, das ist in Deutschland ein bisschen geschuldet der Zuchtverbände. Weil die Zuchtverbände, die wir haben, die züchten halt, da liegt halt der Schwerpunkt einfach in der Schönheit. Also sprich, das ist so Lassie und Lassie. So. Das sind keine Hunde, die starke Nerven haben. Das sind auch Hunde bei den Grönis und bei den Tervuren, gerade die Schönheitszuchten. Nee, das ist, da zählt Aussehen. So, wie so wie auf Stöckelschuhen laufen und ich kann mich denn mit denen ich kann mich mit denen überhaupt nicht anfreunden. Es gibt allerdings dann die Guten, also die sehen allerdings dann nicht aus wie die Schönen. Die haben halt wirklich einen Schädel drauf. Die haben halt auch richtig einen Körper. Die sind halt nicht so, das sind halt nicht so Windspiele, sage ich immer. Mit denen kannst du schon was anfangen. Da gibt es auch einige Züchter in Deutschland, auch die Gröndel züchtet, die Markgrafs, die hat echt eine gute Linie da drin, die gefallen mir echt gut, da habe ich schon ein paar gute von der gesehen. Und es kommen, Gott sei Dank, mittlerweile schwenken die Vereine oder die Verbände in Deutschland auch um und es kommen auch mehr und mehr gute dazu. Aber in Deutschland überwiegen halt einfach die Schönen und nicht die Guten. Das ist halt einfach so. Und Laken ist halt einfach zu unbekannt. Didim, sorry. Von den Unglaublichen. Ich weiß nicht, wer die Unglaublichen sind. Kenne ich nicht, noch nie gehört. Kann ich nichts zu sagen. Ja. Jeder Hund kann Alltagshund sein. Also, ich habe selber bei mir Hundeführer, diesen Erstlingshundeführer und die führen alle Mallis. Auch mein Helfer, der Luca, der ist 17, der führt einen Malli. Der führt ihn richtig gut. Klar, er hat natürlich den Vorteil, dass er bei mir trainiert. Das spielt eine ganz große Rolle, aber wir achten zum Beispiel auch sehr viel auf Grunderziehung. Und wenn ich Leute habe, die als Erstlingshund, sie sagen, sie möchten Malli führen, ich gebe denen dann schon eins mit auf den Weg und da bin ich auch sehr, sehr konsequent mit allen Leuten, die bei mir trainieren. Bei mir endet halt das Training nicht, wenn die Leute zum Tor rausgehen, sondern es geht halt noch ein Stückchen weiter. Wenn ich das Gefühl habe, die können den Hund nicht führen
und sie kriegen denn in der Unterordnung schon nicht geregelt, dann fange ich zum Beispiel auch mit dem Hund keinen Schutzdienst an. Und wenn dann nur bedingt, dann müssen halt einfach die Hausaufgaben gemacht werden. So, und da ist es halt gut, immer im Vorfeld drauf zu achten, dass man alles in die richtige Bahn bringt. Und bei mir trainiert auch ein junges Mädel, die Jessie. Die hat halt mit ihrem Mäuschen echt in die Vollen gegriffen. Die hat halt einfach das gekriegt, was halt sehr, sehr anstrengend ist. Und jetzt bringen wir das halt einfach in die richtigen Bahnen. Jetzt gucken wir, dass wir die Erziehung draufhauen. Jetzt gucken wir, dass wir die Erziehung in den Hund reinbringen. Jetzt bilde ich vor allen Dingen sie weiter, wie sie mit den ganzen Ressourcen umgeht, mit Bällchen und mit Futter. Und sie meinte auch, viel Bällchen macht den Hund ruhig. Nein, umso mehr Ball die gemacht hat, umso unruhiger ist der Hund geworden. Jetzt macht sie gar keinen Ball mehr, nur noch Futter und der Hund ist alltagstauglich geworden. Man muss halt auch wissen, wie man mit den ganzen Ressourcen umdreht. Und wenn ich natürlich meinen Hund immer on fire halte, dann ist der immer on fire. Und dann wird das natürlich auch ein bisschen schwierig. Und man muss natürlich auch so einem Belgier, so einem Mali auch mal sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und da springen meine sofort drauf an. Jeppi hat gleich geguckt, weil wenn ich sage nein, oh, da kann ich jetzt einen Fehler gemacht haben. Das kennen meine Hunde ganz genau. Nein bedeutet, jetzt hast du mal richtig Mist gemacht. Und das ist halt so der feine kleine Unterschied, der sehr viel ausmacht. Und wie gehe ich vor allen Dingen mit dieser ganzen Ressource um? Futter. Und das A und O ist Futter. Das A und O ist nicht das Bällchen. Das A und O ist das Futter. Wie setze ich das ein? Und wie nutze ich das für mich, dass ich meinen Hund in die richtige Bahn bekomme? Ja, jetzt haben wir alles besprochen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntagabend. Ich werde jetzt noch das Video nochmal schnell durchcutten und das euch dann gleich hier zur Verfügung stellen, dass ihr euch das natürlich dann auch im Nachhinein noch angucken könnt. Wenn ihr Leute habt, die was über den Mali wissen wollen, gebt ihnen das einfach mal ein bisschen an die Hand, dass sie mal so ein bisschen im Vorfeld mal ein bisschen desensibilisiert sind und sich im Vorfeld vereinfacht Gedanken machen, wenn sie sich einen belgischen Schäferhund kaufen. Woher? Und das Gute ist, ich höre das auch immer wieder, hat Vor- und Nachteile. Viele Mali-Züchter, gerade in Deutschland, verkaufen zum Beispiel nicht an Erstlingshundeführer. Finde ich einerseits richtig, andererseits bedient das natürlich auch wieder einen anderen Markt. Deswegen ist es wichtig, dass man, und vor allen Dingen auch die Hundeplätze und die Ausbilder, immer ein bisschen mit, gebe ich immer wieder mit an die Hand, arbeitet mit den Leuten so, dass sie es verstehen und vor allen Dingen Step by Step. Kleine Brötchen backen, Spaß haben an der Arbeit und dann schön nach oben arbeiten. Das waren meine abschließenden Worte. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Diese Woche kommt hoffentlich noch ein YouTube-Video. Und ansonsten lasst mir hier ein Like da. Teilt das Video. Lasst mir ein Like da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti Schäfer. Bye bye.